Moin moin Leute, Tumlo hier und eine weitere Folge Let's Play Together Europa Universalis 4. Und meine teuflischen Pläne sind aufgegangen. Österreich liegt am Boden, wir haben einen Religionsfrieden im Reich. Die Christen haben sich zwar jetzt untereinander ein bisschen beruhigt, aber wir nutzen das natürlich trotzdem aus. Wir greifen Österreich an und zwar sofort, ohne auf irgendwas zu warten, denn die haben insgesamt nicht mal halb so viele Truppen wie wir. Also wenn wir Aber das du hast doch verkacken. letzte Folge versprochen, dass du den schwachen Kaiser unterstützen willst. Wie kannst du Ja, den jetzt auf einmal? ich greife ihn Also an wirklich. und setze ihn dann, ich lasse ihn als Marionette unter meinem Schutz weiter regieren. Ach so, ach so. Ja, will irgendjemand mit drauf logisch. Prügeln? Ja. Ich will mir, wenn es geht, ein Stückchen Ungarn holen für meinen Vasallen. Dann hereinspaziert. Wobei wir noch gucken müssen, wie wir uns das aufteilen. Ungarn ist ja schon fast nicht mehr in Ungarn, wenn man so hinguckt. Das ist ja schon halb Polen da. Ne? Ja, wir müssen uns darüber überlegen. Also hier Kleinpolen, das ist fraglich, wer das kriegt. Gut, Kleinpolen darfst du noch haben. Moment. Wie heißt das? Ah, ja, Kleinpolen, ja. Dankeschön. Den Staat darfst du noch haben, aber den Rest von Ungarn. Gut. Ja gut, der Rest von Ungarn ist sowieso Kein schon Problem. mein Kern in dem Sinne. Aber gut, legen wir los. Gar nicht lange warten. Auf nach Österreich, meine Damen und Herren. Mögen Sie sterben. Ah, das wird schön. Das wird echt schön jetzt. Ungarn ist schon mal gewiped. Fängt schon sehr gut an. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Diplomaten in Böhmen, der kann sich noch ein paar Ansprüche fingieren. Wobei mir fällt gerade auf. Na doch, das passt. Passt alles. Muss halt gucken, wie wir danach weitermachen. Aber erstmal ist jetzt auf jeden Fall Wien angesagt, damit ich bald verwestlichen kann. Beziehungsweise damit ich. In dem Sinne nicht verwestlichen kann, sondern, wie steht es hier, der westliche Schwerpunkt. Wir üben so viel Einfluss aus, dass sie uns quasi als Teil der westlichen Welt anerkennen müssen. Ja, super, ich muss den Hügel angreifen, aber okay, die Rebellen hauen da weg. So, dann belage ich jetzt noch Czepes und den Rest kannst du belagern. Von Ungarn. Und ich gehe gleich komplett nach Österreich. Commander, willst du auch noch mitspielen? Oh, wieso? Die Provence ist noch da. Im Prinzip gerne, aber bei der AE, ich nee, weiß nee, nicht nee, so nee, recht. Es geht nur ums Draufhauen. Oh, guter General. 5-1-4. Ein 5-1-4er General bekommen. Nee, wie gesagt, es geht nur ums Draufhauen. Die haben irgendwie 3000 Mann und ich komme da halt nicht hin. Auf die Schnelle. Ach so, ja, dann. Das meine ich, das wird sich halt anbieten gerade. Dass du das einfach schnell machst. Moment. Ja, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ändern. So, jetzt kannst du mich im Prinzip reinrufen. Ah, da sind die Österreicher jetzt angekommen. Aber die sind noch auf meiner Seite. Und die scheinen auch nicht unbedingt auf dem Weg zu dir zu sein. Die wollen jetzt, glaube ich, versuchen, sich ein bisschen Land zurückzuholen. Ich hoffe, ich kann mir jetzt endlich Wien holen, ohne zu viele Probleme. Und Russland greift die Schweden an. Das einzige Ziel, das sie noch haben, die Russen. Ja, wobei, gerade haben sie noch ein paar andere Ziele, aber da stehen wir langsam aber sicher im Weg. Kann man dir noch irgendwo helfen? Frankreich greift Österreich an. Nee, nicht wirklich. Es kommt jetzt eine Schlacht, aber die werde ich gleich gewinnen. Und Wien ist gefallen. Wonderful, wonderful. Der Kaiser stirbt.
Ach, weißt du was? Frankreich kriegt Militärzugang für den Krieg. Einfach nur, damit sie richtig nachtreten können. Immer auf die kleinen, dicken Asthmatiker mit Brille. Die Österreicher haben es verdient. Die haben so lange Widerstand geleistet. Die haben mich so lange genervt. Wenn es jemand verdient hat, dann die. Aber nur zur Info, bedenke, Frieden mit Ungarn ist halt sehr, sehr teuer. Also ich kann gerade mal gucken, die sind jetzt schon komplett besetzt. Ich muss halt gucken, wie viel... Ich weiß ja nicht, wie viel AE das für dich bedeutet. Ja. Yep. Oh ja. AE habe ich kein Problem in die Richtung Europa. Ja, aber es sind halt doch schon teure Provinzen. Also ich werde dir mal lieber nicht alle geben auf den Streich. Siehst du das nicht, wie viel AE ich bekomme? Das wird mir, glaube ich, nicht angezeigt. Ja, weißt du was? Das geht schon. Übertrag mir die mal. Dann kann ich nämlich sehen, wie viel es mich kosten würde. Und das wird ähnlich sein bei dir. Ich habe das Galizien. Achso, stimmt. Das geht schon. Das ist verdammt teuer, wenn ich bedenke, dass mich Cepesh allein schon 13 AE kostet. Also wenn ich es nehmen würde. Ja, aber ich werde in nächster Zeit sowieso nichts mehr erobern. Weil ich bitte Technologie nachhinke. Bis ich mit der Technologie auf einer Ebene bin, ist das kein Problem. Ich kann übrigens tatsächlich nicht alle drei fordern, weil Galizien, Volinien das nicht akzeptiert. Willst du lieber Sandomirs oder wie auch immer das Ding da unten heißt? Ist eigentlich egal, das ist alles in der gleichen Region. Ja, ja, ich weiß, aber es ist halt so, was dich mehr interessiert. Aber gut, kostet dich 69 diplomatische Machtpunkte. Ja, kein Problem. Toren tut das sowieso, mein Vasalle. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass die AE wirklich nicht hochgeht dadurch. Ja, ja, ich schaue mal. Das geht schon gut. Und jetzt Koalition. Ungarn, nee, es Polen geht tatsächlich. Ja. Polen ist angepisst von mir, aber sonst... Sonst ist alles bestens, solange es nur die Polen sind. Ja. Na gut, von den Polen ist aber nicht mehr viel übrig, gerade muss man sagen. Die haben ja nur noch drei Provinzen. So, das heißt, jetzt musst du Galizien, Volinien annektieren und dann kannst du verwestlichen. Ja, bin ich schon dran. Oh, Holland tritt der Republik bei. Jetzt ist es damit auch halbwegs realistisch, also Lüttich wird wahrscheinlich noch beitreten. Und jetzt ist es auch halbwegs realistisch, dass sich da noch mehr Leute anschließen werden. Und ich muss jetzt tatsächlich gerade mal kurz nochmal pausieren. Denn ich muss jetzt von den Tags her weitermachen. Ich bin derzeit wahnsinnig voraus und das ist nicht gut. Aber ich muss jetzt, weil ich sowohl Admin als auch militärisch zu viele Punkte habe. Das heißt, ich verbessere jetzt Admin auf Stufe 14 und muss jetzt mich für eine Idee entscheiden. Eine militärische. Ich habe schon Qualitätsideen. Was würdet ihr nehmen? Ich glaube, Quantität brauche ich nicht unbedingt. Offensiv ist eigentlich ganz sinnvoll, oder? Ja, offensiv. Ja. Vielleicht so Aristokratie? Nee, Aristokratie ist irgendwie so, das ist so... Nee. Das ist fast nie sinnvoll. Was eigentlich schade ist. Na, offensive Ideen. Und gleich mal ein paar Tech-Stufen mitnehmen. Gleich drei die Ideen. Die Aristokratie-Ideen sind nur sinnvoll, wenn du im Multiplayer bist und dass du es den anderen Spielern einfach versauen willst, dich anzugreifen. Ja, das stimmt. Das ist sehr effektiv. Eine sehr effektive Methode dafür. Sonst lohnen sich die meiner Meinung nach nicht. Österreich ist gar kein Rival mehr, merke ich. Überrascht mich eigentlich nicht, aber ich kann sie nicht erniedrigen, leider. Auch eigentlich ist das zufriedenstellend. Gut, ich schließe mal Frieden mit Österreich. Und würde damit sagen,
Die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches gehört mir. Wien ist meins und wird erstmal umbenannt in keine Ahnung was. Ich möchte eigentlich, dass das weiterhin Wien heißt, aus Prinzip. Und ich kann neue Rivalen wählen. Ich muss sogar Böhmen. Und ich kann theoretisch noch die Franzosen nehmen, aber ich glaube, die lasse ich gerade nochmal sein. Wird erstmal Wien gekort. Oh, das ist schön, das ist schön. Jetzt dauert es noch... Wie lange? Moment. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange dauert das. Nationalismus bis 93. Also knappe 30 Jahre, dann kann ich kostenlos verwestlichen. Passt eigentlich. Das war jetzt ordentlich aggressive Expansion. Und die Hauptstadt von Österreich ist jetzt in der Steiermark. Gut, ich glaube, Österreich wird eventuell bald den Status als Kaiser verlieren. Ja, wobei, gerade haben sie noch genug Votes, aber die haben auf jeden Fall ordentlich Macht verloren. Jetzt ist die Frage, was Frankreich mit denen macht. Komm mal zum Fastenbrechen bei dir vorbei, Tukulu. Ja, ich habe dich ja gerade eingeladen. Mhm. Mich auch. Ich habe euch alle eingeladen. Ich habe ganze 500 Dukaten dafür bezahlt. Also das Spiel ist echt uncool. Commander, hast du was bekommen? Nein, ich bin nicht eingeladen. Also da muss ich echt mein erstes Wort mit meinen Diplomaten reden, das geht nicht. Dass die sunnitische Allianz hier nicht vollständig eingeladen ist, das ist enttäuschend. Oh, irgendwelche Piraten haben mir 6 Dukaten von meiner Silberflotte geklaut, das kann ja wohl nicht wahr sein. Schande! Können sie es wagen? Ich weiß nicht. Es war bestimmt Frankreich, diese Dreckschweine. Aber Piraten sind ein gutes Stichwort. Da könnte ich auch mal wieder loslegen. So. Ah, es ist gerade schön. Dieser große grüne Blob, der immer größer wird. Und im Norden der große beige Blob. Im Süden der andere beige Blob. Und ganz im Westen der letzte beige Blob. Wie einfach alle drei fast den gleichen Farbton haben. Das ist schlimm. Und Tunesien ist auch nicht weit weg davon. Ja, das ist echt... Jetzt merkt man die Schwäche, dass wir keine Frau dabei haben. Weil hätten wir eine Dame mit dabei, die hätte Farben, uns sagen können, wie die ganzen Farben heißen. Und das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das auseinanderzuhalten. Aber so. Das ist halt schlechte Planung, Tumlu. Ja, es tut mir leid. Schäme dich. Ich frag mich gerade. Ich könnte meine Frau mal konsultieren. Warte mal. Da fällt mir gerade einfach so ein, jetzt mal kurz vom Thema abzuweichen. Wir haben ja, diese Runde hier setzt sich ja aus Leuten zusammen aus der EU4 Multiplayer-Runde im Forum, im Writing Bull Community Forum. Ja. Haben wir überhaupt weibliche Mitglieder im Forum? Stimmt. Das, ja, doch schon. Tracina ist ja. Stimmt, Tracina ist ein Mitglied. Aber sie nicht viele uns. Auf jeden Fall. Wir haben echt eine beschissene Frauenquote. Aber ich glaube, das liegt auch am Genre, muss man dazu sagen. Also, Strategiespiel hat ganz schlechte Karten bei Frauen. Also ich kenne an sich nicht viele, die das spielen. Mir fällt auf eigentlich wirklich nur Tracina ein. Hallo Tracina, wenn du das wieder erwarten sehen solltest. Vor einigen Jahren hat Günther Shadow, auch ein bekannter Strategie-Let's Player auf YouTube, ich glaube, die meisten dürften ihn kennen. Ich würde sagen, die meisten von meinen Zuschauern werden zumindest schon mal von ihm gehört haben. Der Günner. Der hat einmal aus seinen Zahlen vorgelesen und damals hatte er unglaubliche 7% weibliche Zuschauerinnen. Das ist tatsächlich eine hohe Quote. Für Strategiespiele eine ziemlich hohe Quote ist. Mhm. Ja, also ich müsste mal gucken, was ich habe. Ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar... eine ähnliche, ich dürfte wahrscheinlich sogar eine ähnliche Quote haben mit meinen Zuschauern, aber einfach, weil ich halt auch noch viele Zuschauer habe aus der Zeit, bevor ich mich auf Strategie spezialisiert habe. Also es sind viele. Ein Teil von meinen Zuschauern ist halt noch von damals, aber ja. Aber ja, das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Also Strategiespiel, also ich meine... wir sind mittlerweile weit davon entfernt, dass es wirklich noch so ist wie früher, von wegen, dass Mädels nicht zocken würden oder sowas. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber gerade Strategie gehört so zu den Genres, wo es wirklich wenig
verhältnismäßig sehr, sehr wenig weibliche Spieler, also wo es Spielerinnen gibt. Das ist echt interessant teilweise. Und ich denke mir einfach nur so, eigentlich so oft, wie wir hier vom Thema abweichen, müssten wir einen Podcast machen oder sowas da draußen. Ja. Man könnte sammeln, auf jeden Fall. Würde sich anbieten. Ja, eine Themensammlung machen und jede einmal in der Woche treffen wir uns und reden. Wir schaffen es kaum, uns einmal die Woche treffen, um das Spiel zu spielen. Ein bis zwei Monate wäre das aber vielleicht mal was. Wäre zumindest realistisch. Ja, man kann sich was überlegen. Und nur um das klarzustellen, das ist keine Ankündigung. Das wird wahrscheinlich niemals passieren. Liebe Zuschauer von Tumlo, wenn ihr das sehen wollt, votet dafür in den Kommentaren. Ja, genau. Daumen hoch, abonnieren. Ein paar Kommentare. Wie war das? Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, favorisieren, auf Twitter teilen. Alles zeigt das Video eurer Oma. Ab 1000 Likes wird er es machen. Ab 1000 Likes. Gut, dass du so eine Quote setzt, die ich niemals erreichen werde. Ach, komm schon. Auf diesem Video niemals. Selbst wenn ich irgendwann mal so viele Abonnenten habe, ich bezweifle, dass dieses Video jemals so viele Leute sehen werden. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die sich da irgendwo ins Internet hinstellen und dann ernsthaft sagen, ab 20 Likes, dann mache ich das und das. Ja, das ist sehr, sehr dumm. Ich habe gerade, glaube ich, zum ersten Mal seit 50 Jahren oder so mein Armee und Alt runtergesetzt. Ich setze ihn sogar ganz runter jetzt. Sammeln wir erstmal Geld. Ja, Gott, der Herrscher ist tot. Da freut er sich. Ja. Ja, wieder volle Legitimität. Die Timuriden wollen Militärzugang haben. Nein. Nein. Einfach nein. Ach ja. Und der Erbe hat sogar mal was drauf. Schauen wir uns mal. Während das Spiel gemütlich weiter vor sich hinläuft gerade. Wo ist denn die Spieler? Der Spielerkartenmodus. Hier ist der Spielerkartenmodus. Schaut euch das an. Ja, jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche Events. Schaut euch das an. Das ist die Karte, wie sie momentan aussieht. Ich finde sie so wunderschön. Also wir haben mittlerweile ein ordentliches Gebiet. Der Balkan ist komplett in meiner Hand. Italien ist zu einem Großteil mittlerweile in der Hand von Commander und Unkrauts. Iberien ist fast komplett in der Hand von Zakor. Also so drei Viertel etwa. Ah, zwei Drittel. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall, es geht richtig, richtig gut voran. Ich bin froh, dass wir nicht mal wieder zum Aufnehmen gekommen sind. Hat auch echt Bock gemacht heute. Einfach mal sechs Folgen jetzt wirklich am Stück hintereinander aufgenommen. Das haben wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr geschafft. Ja, war spaßig, auf jeden Fall. Seht ihr das in Afrika eigentlich auch? In Afrika, ja. Gesehen, ne? Also ich, nur in Afrika seht ihr nicht, ne? Ja, also ich sehe quasi Westafrika, beziehungsweise Zentralafrika sehe ich komplett. Aber quasi ab Südafrika, also das Gebiet vom Kongo und sowas, das sehe ich wirklich nur ausschnittsweise. Und langsam aber sicher sollten wir echt mal Amerika sehen. Und man muss auch mal bedenken, was mir gerade auffällt, wir spielen gerade mal erst knappe 120 Jahre und haben schon so viel erreicht. Das sieht echt gut aus. Übrigens, was mir gerade einfällt, wenn ihr diese Folge seht, wenn ich das Ganze so hochlade, wie es nach Plan ist, dann ist nächste Woche der neue Patch da. Wir werden natürlich das Game hier weiter auf dem alten Patch spielen, das habe ich schon gesagt. Aber einfach nur mal so als Anmerkung, dann wird auch wieder ein neues Singleplayer-Let's Play starten, neuer Achievement-Run. Was genau, weiß ich noch nicht. Muss ich dann schauen, wenn es soweit ist. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Hängt auch davon ab, was für neue Achievements kommen und so weiter. Aber da freue ich mich echt schon drauf. Und ich würde sagen, baue ich die Flotte noch weiter aus gerade? Platz für 10 Schiffe habe ich noch. Ach, hopp, bauen wir noch 10 weitere Galeeren. Die Armeen sind ausgebaut soweit. Passt eigentlich alles. Also ich wäre jetzt bereit, um die Folge für heute zu beenden. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, alles ruhig und friedlich. Bei mir ist auch alles gut. Noch irgendwas? Peru hatte ziemliche Unruhen, aber ich habe da geholfen. Und da wird jetzt nur noch eingesammelt. Sakko, immer im Krieg hier. Immer im Krieg. Mensch, Sakko. Was eine friedliche Handelsnation. So muss das sein? Naja, da muss halt der Markt geöffnet werden. Ne? Ja, genau. Feindliche Übernahme. Die unsichtbare Hand des Marktes. Feindliche Übernahme. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und zwar gleich, wenn ich den nächsten Missionar noch losgeschickt habe, weil Ultenien gleich bekehrt ist. Dankeschön. Machen wir hier weiter. Zeit für einen Cut. Oh, Pressburg macht keinen Fortschritt. Was ist denn da los? Wobei, bei mir müsste man vielleicht sagen, nicht die Hand des Marktes, sondern die Faust des Marktes. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wann auch immer sie erscheinen wird, hoffentlich recht bald. Bis dahin, haut rein und ciao. Tschüss.